UEFA shows this FIFA the red card. Die UEFA zeigt dieser FIFA die rote Karte. Die aktuellen Ereignisse sind eine Katastrophe für die FIFA und schädigen das Bild des Fußballs im Ganzen. Die UEFA ist sehr schockiert und enttäuscht darüber. Die Ereignisse zeigen einmal mehr, dass Korruption in der FIFA-Kultur tief verwurzelt ist. Es besteht dringender Bedarf nach einem Neuanfang für die FIFA mit einer ehrlichen Reform. Der bevorstehende FIFA-Kongress birgt das Risiko, eine einzige Farce zu werden. Daher müssen die europäischen Verbände sorgfältig prüfen, ob sie an diesem Kongress teilnehmen werden und diesem System kritisch begegnen, das, wenn es nicht gestoppt wird, letztlich den Fußball töten wird. Die UEFA-Mitgliedsverbände werden sich vor diesem Kongress treffen und dort werden die europäischen Verbände entscheiden, welche Schritte notwendig sind, um den Fußball zu schützen. Bis dahin sind die Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees davon überzeugt, dass eine große Notwendigkeit besteht, die Führung dieser FIFA zu ändern. Zudem sind sie der festen Überzeugung, dass der FIFA-Kongress verschoben und mit den neuen FIFA-Präsidentschaftswahlen innerhalb der nächsten 6 Monate neu organisiert werden sollte. To be organized within the next 6 months.